Die Honigbiene. Eine kleine Heldin in einer großen Welt. Die Honigbienen sind die wichtigsten Bestäuber. Sie bestäuben fast 100 Pflanzen. So üben sie den fruchtbarsten Job der Welt aus. Aber ohne sie wird das Leben, so wie wir es kennen, enden. Und Bienen sind bedroht. In den letzten Jahren sind Millionen von Bienenvölkern auf der ganzen Welt verloren gegangen. Außer ihren natürlichen Feinden wie Bären oder Parasiten müssen die Bienen mit neuen Gefahren zurechtkommen. Pestizide, wenig Nahrung und Viren schwächen unsere natürlichen Bestäuber. Also hört mal unsere Geschichte über die Heldenbiene, um zu erfahren, dass sogar das kleinste Leben zählt und zum Wandel beitragen kann. Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zum Bee-Simulator, der Bienensimulator. Ich freue mich drauf. Ich habe das Spiel schon lange auf der Warteliste. Ich bin gespannt, was es bringt. Es wird sehr farbenfroh, es wird sehr chillig, denke ich mal. Und ja, wir gucken mal rein. Beliebige Taste, drücken wir einfach mal. Wir gehen mal hier in das zweite Profil. Das erste hatte ich schon mal angelegt, um den Sound zu checken. So, nehmen wir das. Wir nehmen einfach. Weil, neues Spiel, ne? So, gehen wir mal rein. Werde ich mich wahrscheinlich noch mal kurz wegmachen. Ich glaube, das sind wir. Da geht's los, Leute. Wach auf, kleine Biene. Wach auf, kleine Biene. Jo, schön verpeilt. Die Augen, die passen zu meinen Augen. So sehe ich abends auch oft Hallo, aus. Du. Und früh. Und überhaupt den ganzen Tag. Mein süßer Bienenstock. Ich bin endlich da. Da bin ich. Ich habe mich mal hier positioniert. Oh, Nachwuchs. Hallo, Kleines. Wie ist dein Name? Ich heiße Beutel. Aha. So. Absenden. Großartig. Nun das Wichtigste zuerst. Lass uns dich das Fliegen einer Biene lehren. Das klingt gut, da bin ich dabei. Na los, lasst uns die Flügel in Bewegung setzen. Okay, hat irgendwie was von einem Disney-Film, oder? So die Musik und alles. Vorwärts W, rückwärts S, links A, rechts D, hoch E, runter Q. Rundblick mit der Maus. Das kriegt man doch, glaube ich, hin, ne? So. Läuft. Wow, das war schon mal was. Jetzt geh in den Konstruktionsraum. In den Konstruktionsraum. Achte auf die goldenen Markierungen. Sie zeigen immer den Weg an. Okay. Jetzt. Goldene Markierungen. Achte auf die goldenen Markierungen. Sie zeigen immer den Weg an. Hat sie gerade gesagt, ne? Aber ihr wollt sie auch nochmal von mir hören. Cool gemacht. Wir sind eine Biene. Ich würde mal vielleicht die Musik, wartet mal ganz kurz, Einstellung. Ich mache mal die Musik ein klein wenig leiser noch. So, da ist der Ton. Und wir ziehen die mal auf 25 runter, das sollte reichen. Na, sonst geht uns das zu sehr auf den Sack, diese Disney-Musik, sag ich mal. Na gut. Da hören wir auch die Erklärung besser von der jungen wir Dame. Wir haben einen besonderen Ort, an dem du lernen kannst, wie man eine Biene wird. Flieg einfach durch diesen Spalt. Spalt.
Gut. Was mache ich? Wo ist hier der Spalt? Da unten. Hier ist auch ein Spinnennetz. Cool gemacht. Ladebildschirm gehört dazu. Okay. Folge den goldenen Markierungen und finde Alice. Auf geht's. Zack. Echt cool gemacht. Hui, die geht aber ganz schön ab. Okay, um eine echte Biene zu werden, musst du lernen, Pollen zu sammeln. Das kriegen wir auch hin. Pollen. Sammle Pollen. Fliege durch die Blumen mit den goldenen Kugeln, um Pollen zu sammeln. Wenn der Honigtopf in der linken unteren Ecke da voll ist, muss der Pollen in den Bienenstock eingebracht werden. Klingt logisch, ne? Was ist das für ein blaues Zeichen? Das finden wir alles noch raus. Das Spiel ist ja recht benutzerfreundlich. Und übelst geil. Chillig gemacht. Herrlich. Perfektes Spiel, um sonntags mal auf der Couch rumzuhängen. Was hat das Blaue zu bedeuten? Das weiß ich jetzt noch nicht. Oh. Ach, ich glaube... Oh, guck mal. Hier, Mr. Wie hieß denn der bei Biene Maya? Mr. Flip oder so? Ne, hieß der so? Der hieß anders. Der hieß nicht... der hieß Flop. Keine Ahnung, Leute. So, das wird auch ein bisschen dauern, bis wir hier den Honigtopf voll haben. Hui! Juhu, du hast Seerose im Glossar freigeschaltet. Alles klar. Aber die Musik ist doch noch recht laut, ne? Dafür, dass ich die auf 25% runtergenommen habe. Naja, dann rede ich einfach lauter. Hui. Da oben. Hier oben. Folge der goldenen Markierung und übernimm die neue Mission für alles. Ne, wir machen erstmal die eine Mission fertig, würde ich sagen. Bis wir hier den Honigtopf voll haben. Jetzt sind wir gerade bei der Hälfte angelangt. Wir ziehen das jetzt durch, Leute. Ah, hier oben ist auch noch was. Guckt mal. Was ich mich gerade frage, wir sind ja anscheinend unterirdisch, ne? Also in irgendeiner Höhle, wo theoretisch kein Tageslicht rankommt. Und wie wir alle wissen, wer an Biologieunterricht in der 5. Klasse aufgepasst hat, weiß ja, dass Pflanzen jeglicher Art Sonnenlicht benötigen, um Photosynthese zu, na wie heißt es denn, zu dingsen, sag ich mal, um leben zu können, aber hier ist ja theoretisch kein Sonnenlicht. Also irgendwie ist es hier unten ja doch hell, aber hier ist nirgendwo ein Loch, wo die Sonne durchscheinen kann. Naja, nehmen wir das einfach mal so hin. Ich wollte es nur mal feststellen, liebe Leute. So, jetzt haben wir gleich den Honigtopf voll. Das dauert aber ganz schön lange. Meine Fresse, du. Aber egal, es ist ja entspannend. Es entschleunigt. Wer Stress im Alltag hatte und jetzt dieses Video sieht, der kann mal schön abschalten, zusammen mit Beutel. Okay. Was ist eigentlich hier hinten? Hier sieht es nicht so gut aus. Ich glaube, hier sollte ich noch nicht rein. Schicke Pilze wachsen da. Ich glaube, Pilze brauchen in der Tat nicht alle Sorten, brauchen nicht, ne? Aber Pflanzen schon. So, jetzt haben wir es gleich geschafft, Leute. Das zieht sich aber ganz schön lange, aber ich meine, jetzt. So. Müssen wir jetzt hier in das goldene Ding? Oder müssen wir eigentlich theoretisch hier rein? Huch. Wartet mal. Hier ist ja unser Bienenstock. Du hast 409 Wissenspunkte.
Geil. Okay, wir haben die Wissenspunkte. Das reicht uns erstmal. Ihr wollt ja auch ein bisschen was vom Spiel sehen. Und wir fliegen in den goldenen Strahl. Die Welt ist voller verschiedener Blumen, die unsere Augen in verschiedenen Farben sehen. Ah. Weiter. Bienensicht. Benutze die Bienensicht, um die Blütenqualität zu bestimmen. Weiße Blumen sind gewöhnlich, grüne ungewöhnlich, gelbe selten, rote episch und violette sind legendär. Bienensicht aktivieren ist die Taste 1. Alles klar. Das werden wir mal machen. So, also. Legendär sind eher diese da, ne? Oder die waren episch und legendär sind dann diese hier. Wartet. Huch. Ach nee, ich soll rote sammeln, steht dort. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Haben wir gemacht. So, Folge der goldenen Markierung. Hyperantrieb haben wir jetzt irgendwie freigeschalten. Tolle Arbeit, kleine Schwester. Und jetzt bist du voller rote Beete. Was bin ich? Wir benutzen rote Beete als Power-Up, um schneller zu fliegen. Probier es aus. Du wirst dich wie eine Rakete fühlen. Okay, wir sind voller rote Beete. Rote Beete. Bienenkraft ist dein spezieller Bienenbeschleuniger in Sachen Geschwindigkeit. Die Pfeilanzeige unten links zeigt deine Bienenkraft. Ach, das ist dieses blaue Zeichen, was ich von einem Pilz gehalten habe. Bienenkraft Energie an. Fülle sie auf, indem du Pollen von mehreren gleichartigen Blumen hintereinander sammelst oder menschliche Süßigkeiten im ganzen Park isst. Bienenkraft Shift. Aha. Okay. Verwende Bienenkraft. Alles klar. Check geht ab. Folge der goldenen Markierung. Haben wir gecheckt. So. Weiter geht's im Text. Wahnsinn. Das jo. War schnell. Okay, eine aber letzte. Richtig schnell. Eine richtige Biene weiß, wie man den gesammelten Pollen absetzt. Okay. Und wie? Finde eine goldene Markierung. Na, da waren wir ja schon. Wartet mal, das sammle ich nochmal schnell ein. Nehmen wir mal hier die Sicht. Oh, ist das geil gemacht, Leute. Hier könnte ich mein ganzes Leben drin verbringen. In dieser Welt. Aber ich glaube, da gibt es Ärger in Real Life. Echt super schön gemacht. Also die Weißen bringen quasi am wenigsten, Rot und Rosa oder Lila am meisten. Huch. Dann der Hyperantrieb ist echt geil. Ui, muss bloß aufpassen, dass ich hier nirgends dagegen renne. Okay, das bringen wir jetzt mal zurück. Pollen zurückbringen. Du wirst deinen Pollen automatisch fallen lassen, wenn du dich in der Nähe der Sechseckwand befindest. Du kannst keinen Pollen sammeln, solange dein Honigtopf voll ist. Logisch. So, haben wir wieder ein paar Erfahrungspunkte mitgenommen. Jetzt fliegen wir wieder zur goldenen Markierung und sehen, wie es weitergeht. Fantastisch, du bist jetzt soweit. Folge dem Tunnel, um zum Bienenstock zurückzukehren. Okay, das machen wir. Wo ist der Tunnel? Folge dem Tunnel. Da vorne wird das Ziel angezeigt, dann fliegen wir jetzt dahin. Zack. Läuft. Im Winter ziehen sich die Bienen in einen engen Bündel im Bienenstock zusammen und schlagen ständig, ja. Ich kenne so alle Grundlagen. Konnte ich den Text nicht lesen. Ich bin bereit, meine neuen Aufgaben zu beginnen. Aha, das sind quasi Zuerst meine. Zuerst sollte ich Mama besuchen. Ich meine, die Königin. Ist das niedlich gemacht? Wo ist die Königin? Was ist das da unten? Da komme ich raus. Muss ich jetzt hier hoch? Wahrscheinlich, ne? Das zeigt es mir an. Ah, ist das geil gemacht? Ihr fleißigen Bienchen. So, triff dich mit der Bienenkönigin. Mama! Also, du musst sehr motiviert sein, was die Arbeit angeht. Hm? Das bin ich. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Es gibt viele verschiedene Jobs im Bienenstock.
Spurbienen, Wachen, Pflegerinnen. Aber die meisten von uns sind Honigbienen, so wie ich. Okay. Wow, ich darf meinen Job selbst auswählen? Oh nein, sei nicht albern. Die Königin entscheidet. Du musst zu ihr gehen. Gut. Dann fliegen wir jetzt zur Königin. Die goldene Markierung zeigt dir den Weg. Wo ist er? Da geht's zur Mama. Hui. Hey, du bist fleißig wie eine Biene, oder? Ja, aber wie? Auch cool mit den Videosequenzen. Halt! Keine Bewegung! Oh. Ist ja warum gut. Warum näherst du dich unserer Königin? Still, meine Wachen. Lasst mein jüngstes Kind sich mir nähern. Das ist interessant. Die heißt Damaris. Nun, Kleines, du bist jetzt eine Honigbiene. Und das Krasse ist... Flieg in die Welt hinaus. Sammle Pollen für den Bienenstock. Okay, mach mal. Flieg aus dem Bienenstock hinaus. Die Bienenkönigin, die klingt tatsächlich wie die Borgkönigin. Wer sich ein bisschen in Star Trek auskennt, wird das feststellen. Klingt wie die Borgkönigin. Okay, das war ja jetzt eine kurze Ansage von der Mama. Wir müssen einfach raus in die Welt und Pollen sammeln. Das machen wir. Hier drinnen kann ich nicht den Hyperantrieb benutzen. Geht dann wahrscheinlich nur draußen. Bienen müssen etwa 4 Millionen Blüten besuchen, um genug Nektar für 1 Kilo Honig zu sammeln. Alles klar. Jetzt kommen wir raus in die Welt. Natürlich wieder in der Großstadt. In der Großstadt, wo ein Hirsch steht. Was ist das für eine Großstadt, wo ein Hirsch steht? Sind wir im Zoo? Kann natürlich sein, dass wir im Zoo gelandet sind. So, ich kann ja nichts machen. Das macht gerade alles von selbst. Ich glaube, das ist noch eine Videosequenz. Schmetterlinge, Libellen, andere Bienen. Oh ne. Waren doch andere Bienen oder waren das Wespen? Oh oh. Was ist das? Fliegen, scheiß aus Fliegen. Oder? So, jetzt bin ich ein bisschen benommen. Hoppla! Apropos Verkehr, ich muss vorsichtiger sein. Alles klar. Alles klar. Lasst uns ein bisschen Pollen sammeln. Los geht's. Oh, ich hab keinen Hyperantrieb. Wir müssen erstmal Pollen sammeln. Dann kriegen wir auch Hyperantrieb. Jawohl. Komm ich hier durch? Ja. So, ich guck mir mal kurz das hier an. Wir sind im Honey Park. Okay. Ja, die Menschen, die reden anscheinend komisch. Ist das bescheuert? Aber cool gemacht. Die zwei hier unten guck ich mir nochmal an. Ist anscheinend Sommer, ne? Der Kleidung nach zu urteilen. Ist keiner tätowiert von denen. Brave Bürger, brave Bürger. So, weiter geht's. Lassen uns hier mal nicht so sehr ablenken von der Menschheit. Das Spiel handelt ja, ist ja der Bienensimulator. Oh, kann man hier die Luftballons zerstechen? Geht das? Nee. Schade. Gerade irgendwie. Aber lustig, wie die Menschen reden, ne? Achso, wir können auch mal diese Sicht machen. Eieieiei. Ganz schön verpeilt. Juhu, du hast Mohnblume im Glossar freigeschaltet. Hä? Habe ich jetzt schon genug gesammelt? Irgendwie?
passiert ja gar nichts mehr, wenn ich da durchfliege. Verwende die Bienen sich, sammle 4 seltene Pollen. Ah, okay. Gelb. Wir sollen gelb finden. Da ist gelb. Und hier ist noch eine gelbe. Cool. Haben wir gemacht. Da drüben ist eine Biene. Und sie sieht nicht gut aus. Was, wo? Ich sollte nachsehen, ob ich ihr helfen kann. Okay. Dann gucken wir mal. Entschuldigung, kann man dir denn helfen? Hallo, geht's dir gut? Hallo. Brauchst du Hilfe, um in den Bienenstock zurückzukehren? Was? Ich fühle mich nicht besonders gut. Oh oh. Alles dreht sich. Du, lass mich allein. Ja, die ist nicht so gut drauf. Folge der anderen Biene, versuche die farbigen Ringe nicht zu verpassen. Achte unterwegs auf Hindernisse und Power-Ups. Okay, klingt gut. Aber ich habe ein bisschen Bedenken, weil wenn das eine kranke Biene ist und wir die hier zurück in unseren Bienenstock bringen, nicht, dass sich der ganze Bienenstock ansteckt. Naja, warte. Mal gucken. Wo ist sie? Folge der Biene. Los, da ist sie. Wir geben unser Bestes. Ah, cool, hier ist Picknick. Ich will dir helfen. Wirklich, ich will dir wirklich helfen. Ich muss meinen Stock finden. Was muss sie finden? Eins verpasst. Hey, komm zurück. Ich fühle mich wirklich komisch. Mein Bienenstock. Wo ist mein Bienenstock? Naja, wir kriegen das schon hin, du kleine Biene. Halt! Langsam! Ich habe Angst. Was geschieht mit mir? Ist gar nicht so einfach, Leute. Oh. Ah! Hab ich's jetzt verkackt? Nee. Birnen, Äpfel, was ist das andere? Pfirsch. Oder ist das auch ein Apfel? Weil die Menschen sind ja auch alle glücklich, ne? Oh oh, das ist eine Wespe, das sehe ich sofort. Oh nein, eine Wespe, sei vorsichtig. Du neugierige kleine Biene. Du wirst dafür bezahlen, dass du meine Mahlzeit störst. Oh oh. Oh ja, wir werden sehen. Und nun? Kampf. Wenn die Anzeige in blau ist, blocke, wenn sie in rot ist, attackiere. Also linke Maustaste ist blocken, rechte Maustaste ist dann wahrscheinlich attackieren. Also nochmal. Bevor wir Scheiße bauen. Wenn die Anzeige blau ist, sollen wir blocken. Okay. Ist sie rot? Attackieren. 3, 2, 1. Los geht's. Kampf! Au. Ach so, nee, ich drück die falschen Tasten. Kann das sein? Shit, Leute. Jetzt habe ich's aber. Da stand gerade was anderes da, aber egal. Also Quicktime-Event ist das. Und ein bisschen so, so ein bisschen, wie heißt denn das? Na, so wie bei Final Fantasy. Das war nicht so einfach. Aber eigentlich ist es einfach, wenn man erstmal weiß, wie es richtig geht. Okay, wir haben gewonnen. Blöde Wespe. Jetzt schwör ab. Mistvieh. Aber wo ist jetzt eigentlich die kranke Biene? Haben wir die jetzt echt verpasst? Du hast gewonnen. Psst,
Gut, das ist für mich. Aber warte einfach ab. Hey, es ist sicher. Jetzt kannst du rauskommen. Du kannst nach Hause gehen. Ich erinnere mich jetzt. Sehr gut. Ich habe ein Stück von einem faulen Apfel gegessen. Oh je. Er schmeckte wirklich komisch. Oh, mir ist so schlecht. Keine Sorge. Sie werden dir helfen zurück im Bienenstock. Schließlich sind wir eine Familie. Genau so sieht's aus. Danke. Danke, Beutel, stand da. Süßigkeiten. Menschen lassen viel Essen herumliegen. Und dann gibt es auch noch Obst. Du kannst Bienenkraft Energie gewinnen, indem du sie anknabberst. Suche essbare Snacks mit der Bienensicht. Um einen Snack zu essen, setze dich darauf, indem du vertikal mit Q und E steuerst. Leute, das machen wir noch kurz zusammen. Und dann gucken wir in der nächsten Folge weiter, wie es geht. Also mit der Bienensicht. Das war ein guter Arbeitstag. Es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Ach so, das war's schon. Wartet mal. Ich will das aber nochmal sehen. Halt. War nicht so einfach. So, jetzt sollen wir E drücken. Ne, Q drücken. Meisterleistung aktualisiert. Das süße Zeug. Cool. Jetzt kehren wir in den Bienenstock zurück. Das machen wir noch zusammen, Leute. Schön flink. Oh. Ah. Na, wir haben ja genug Honig. Obwohl, da ist noch eine kleine Lücke. Jetzt sind wir voll. Der Honigtopf ist voll. Und genau, in der nächsten Folge gucken wir mal an, wie dieses lustige, gemütliche Spiel eigentlich weitergeht. Also bisher fetzt es mir sehr. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer alles dabei ist, wer guckt mit, wer ist dafür Menschen. Zu begeistern. Ja, noch nie so nah. Was wollen Sie mit unserem Baum? Oh oh. Da liegt eine Kettensäge. Kehre in den Bienenstock zurück. Wenn du zum Bienenstock zurückkehren möchtest, folge sein Symbol auf dem Kompass. Das sieht nicht gut aus, Leute. Ich glaube, die wollen unser Bienennest zerstören. Böser Mensch. So. Bienen zeigen durch Tanzen, bla bla bla. Die Videosequenz nehmen wir noch mit. Die Menschen versuchen, unseren Baum zu zerstören. Sie haben vorerst aufgegeben, aber bald werden sie zurückkommen, um uns unser Zuhause wegzunehmen. Hm. Habt keine Angst. Von diesem Tag an sind alle Spurbienen, aber nur sie, verpflichtet, nach einem neuen Ort für unseren Bienenstock zu suchen. Alle anderen sollen zurück zu ihren Aufgaben gehen. Wir sind eine Familie. Der Bienenstock ist eine große Familie. Schließlich sind wir alle Kinder der gleichen Mutter. An meinem ersten Pflichttag des Pollensammels stieß ich auf eine arme, verwirrte Biene, die krank geworden war, weil sie verfaultes Obst gegessen hat. Ich habe ihr nach Hause geholfen. Ich habe so viel Pollen. Cool. Bevor ich mehr sammle, muss ich das hier zurück in den Bienenstock bringen. Auf dem Kompass findest du immer die Symbole für den Bienenstock und den Standort einer Aufgabe. Symbole für Herausforderungen sind nur dann sichtbar, wenn sie sich in der Nähe befinden. Alles klar. Cool, Leute. Das gucken wir uns allerdings erst in der nächsten Folge an. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Da, ansonsten, oh ja, jetzt habe ich schon verquatscht. Ich habe schneller gesprochen, als ich gedacht habe. Und genau. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaltet. Und schreibt mal in die Kommentare, wer alles dabei ist, wie es euch gefällt, etc. pp. Bis dahin. Ciao, ciao. Summ, summ.